Ich sage hier aus Marokko, aus Tanja, jetzt mittlerweile ein Jahr in Deutschland. Zwei Jahre. Zwei Jahre in Deutschland, ja. Also Integration läuft, ja. Wir bringen ein bisschen Marokko nach hier. Genau, wir bringen ein bisschen Marokko hier hin. Das war die Integration ist immer ein zweischneidiges Schwert. Nicht nur wir müssen uns hier integrieren, ihr müsst uns auch integrieren, ja. Also, und ich freue mich sehr, ich habe ihn hier vor der Tür kennengelernt und er hat gesagt, er hat Bock zu rappen. Ich habe mir seine Sachen angehört, ich fand es wirklich fett. Und ich freue mich heute, dass er hier ist. Ich kann zwei, drei Takte nochmal zu ihm sagen vielleicht. Er studiert auch hier in Deutschland, studiert soziale Arbeit hier in Deutschland. Das ist auch, glaube ich, was hier auch in diese Richtung geht. Und ich würde einfach mal sagen, er wird, denke ich, auch ein bisschen was selber zu sich sagen. Aber mach mal einen fetten, fetten Applaus, richtig Lärm für MC Almano! Dankeschön. Erstmal würde ich sagen, also ich bin Ahmed. Ich komme aus dem Auto, MC Almano. Und ich würde auf Arabisch was auftreten. Ja, Arabisch. Aber ich will, also ich hoffe, dass ihr mit dem Herzen spürt und nicht mit dem Sprache. Ich danke hier Ayman, der hat die Möglichkeit mir gegeben. Ich danke Jinklop und der Jamal. Und habe ich mich. Willst du was dazu sagen? Was kannst du erzählen? Achso, erste Song geht um das Situation in Marokko. Also die Leute verkaufen auf dem Boden und die kommen die Polizei und hauen die ab. Also hauen die und ja, die nehmen die Sache und das ist die Situation, was ich in Marokko krass finde und möchte ich das verändern oder ich hoffe, dass verändert wird. Kicken, ja? Ja. Gib. Gib. Und wir danken auch Bosnischef auf jeden Fall. Yeah, oh.
Und ich muss dazu sagen, wir haben uns vorgestern getroffen und er hat gesagt, ey Eamon, ich habe meine ganzen Beats in Marokko, ich habe gar keine Instrumentals, auf die ich rappen kann, so, ne? Und dann habe ich ihn gefragt, das muss ich wirklich sagen, habe ich ihn gefragt, und er ist ein bescheidener junger Mann, ne? Und er hat mich immer sehr überrascht und überzeugt mit seiner Bescheidenheit. Und dann habe ich ihn gefragt, so, auf was kannst du denn rappen, was für Beats? Und ganz kurz habe ich so in seine Augen blitzt, und er sagt, auf alles. So, und die Beats, die er jetzt gerappt, die hat er seit 2 Tagen. Und er hat sofort, als ich den Beat angemacht habe, so fett drauf gerappt. Deswegen auch nochmal, das ist wirklich fast schon improvisiert, was hier läuft. Mach mal ein bisschen, mach mal ein bisschen, Leute. Spart eure Energie, ne? Okay, nächster Track, willst du was dazu sagen? Letzte Track. Yeah. Warte, ich guck mal. Was geht, Alter? Ach so. Das zweite Spiel geht um Rap in Marokko. Wie ist das Rap in Marokko und wie wird es? Also manche Sachen stimmt nicht und manche Sachen stimmt aber. المال والشعب ستي برلماني في بومباتي الشارع سلم لولاد الشعب ولاد بلادي ضائع ستي انا عضو برلمان الصفقة شوف غير كعيا تكلم طريقة اسلوب حضاري الواقع المعاش ضد السرقة كل ما نحتاج ستيلو وضع خاوية يسرو يوصل الكلام الباكي وضع عافية ماشي سواق الكلام ولا توصل للوحة كلام بلا الوان قاسي القلوب الواضحة قاسي القلوب قلبي من السطحة كان من الرب ساعة الرب الريمة وقفية ستار ستار كيو عيني بقت عايزة تبان راب غير وسيلة والغاية هو الإنسان يتربط المفهوم اللي تزمره بألحان وين الحال يتصور باش يزيد طغيان حياة تبدل والدم دام الآن الأول باش تزول بيدك ويكون عندك هدف شلون تجمع راسك بارك الله الضعف استفد منه هو وشوف حياتك فين وما تستفد هو ستيلو ولا بيكو شوف فين احلى وصاب الاصرار وتصدق اتحقق الهيطات بار طريق الله يقول لك هو المعين الصلاه وصيام والاداب وقات الوالدين عقلت في اول عقله شكون صاد الشمس الضربه اللي ما تقتل هي شنعمت كيف قالوا القدام وكلام وكل عبره اذا كل عندها بيتي في الدار غادي تدلق المراه اي wir bräuchten ein bisschen Wasser hier vorne, ja? Einmal Wasser und ein Arzt.